Das habe ich ja komplett scheiße gespielt. Oh Mann, Mann, Mann. Und damit ein Hello there und herzlich willkommen zur zweiten Episode von Woody Goals by You Story. Normalerweise seht ihr in den Intro-Clips eher Highlights der kommenden Fights, dieses Mal habe ich mich aber bewusst für ein Lowlight entschieden. In dieser Episode von by You Story seht ihr anhand von Woodys Geschichte, wie man nicht mit Solo-Huntern umgeht und weshalb man sich nicht vorschnell zu sicher fühlen sollte. Ja, Spawnfight. Oh, auch ein Marathon. Oh, ist jemand tot? Ah, come the fuck on, Bro. Da ist immer noch einer im Wald. Ich dachte, die wären alle jetzt in den Compound reingegangen. Aber er chillt immer noch draußen. Wah, 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 wah. Ich versuch's. Ja, dass er da immer noch draußen war, Mann. Wahrscheinlich immer noch ist. Greedy. Ich bin greedy. Das habe ich ja komplett scheiße gespielt. Oh Mann, Mann, Mann. Das hat eingeschissen. Wow, war das kacke gespielt. Ach du Scheiße. Was? So spielt man nicht gegen Solo-Necro, Leute. Woody scheint einen sehr fleißigen Schutzengel über sich wachen zu haben. Nachdem er nun seine zweite Nahtoderfahrung erlebt hatte, ging es für ihn erstmal wieder zurück in den Unterschlupf. In seiner nächsten Mission verschlägt es ihn zurück nach Dissal. Er macht den Butcher ausfindig und erledigt diesen. Nun gilt es nur noch, die Konkurrenz auszuschalten. Lieber ich... Ah ja, stimmt. Ja, gut, okay, das ist der Chat. Ist ja ein bisschen blöd, wenn ich den zensieren müsste und den hier drin hätte. Aber ja, zum Beispiel. Wenn da jetzt irgendwie ein Dummkopf reinkommen würde und man würde da drin sehen, dann würde ich das auch auf jeden Fall zensieren. Das Ding ist rot. Glaube ich. Ja. Ja.
Hat ein bisschen gedauert, aber hat funktioniert. Okay, wegen dem war es rot. Au! Rude! Er hat auch eine Marathon, glaube ich. Ja, ich ein bisschen entspannter ziehen müssen. Ich hatte ein bisschen Angst. Oh, gefährlich. Upsala. Du kannst auch gerne näher kommen. Ich habe auch ein Geschenk für dich. Alright, müssen alle gewesen sein. Oh, hast du auch FNJ? Hallo. Oh, Bro. Jetzt schon? Oh, das sah echt so gut aus. Oh, wow. Ach, come on, dude. Echt jetzt? Moisin. Moin, Xento. Du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich habe gerade einen Headshot kassiert. Aber die sollten keine Ahnung haben, dass ich ein Solo bin. Ich wurde schon mal nicht angezündet. Das ist schon mal gut. Ich habe eine Chance. Ich habe eine Chance. Es ist noch alles drin. Es ist noch alles drin. Ja, yeah, think so. Was denkst du? Du denkst aber nicht, dass ich ein Solo bin, hoffentlich. Bitte denk nicht, dass ich ein Solo bin. Bitte zünd mich nicht an. Sie zünden mich nicht an. Let's go. Okay, wir sind noch im Game. Wir sind noch drin. Ich warte noch ein bisschen. Ich warte nicht. So, schnell den Balken holen. Ich hab tatsächlich vergessen, dass man da alle Tools wieder kriegt. Bin so froh, dass sie mich nicht angezündet haben. Das ist so. No way. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alles wird getrappt. Alles wird getrappt. Alles wird getrappt. Jeha. Vielleicht ist es nicht so smart, nur den Seed Cash zu trappen, aber ich bin relativ zuversichtlich, dass die da sich alles holen werden. So, und ich muss eigentlich hoch zu Pork gehen, ne? Oder? Ah, ich weiß nicht. Bin gerade unsicher.
Ob ich jetzt einfach im Bossraum warten soll? Weil die werden halt mit Darkseid zurückkommen. Die wissen dann natürlich von mir. Das ist ja logisch. Die sind aufgeteilt. Ich geh zu Pork. Die sind komplett aufgeteilt. Der eine ist ganz woanders. Das jetzt nicht trauen. Das andere. Scheiße. Ich habe hier nicht einen drin erwartet. What the fuck? Ich mag die neuen Waffen, Xento. Wenn sie beide anfangs nicht so nice, inzwischen finde ich sie beide sehr nice. Let's go! Woo! Yeah! Woo! GG's, guys. Thanks for not burning me. Woo! Oh, GG. Die haben sich zu sicher gefühlt. Oh Gott, oh Gott. Die sind sauer. Die sind auf Reddit. Necros Hilfe, Revive OP. Haha! Geil! Und es hat eine Falle funktioniert. Ich habe diesen ganzen scheiß Seed Cache komplett zugechappt, nur damit da niemand reinläuft. Oh Gott, ist das geil. Let's fucking go. Hoppala. Let's fucking go. Wenn es da ist, dann ja, der Dude ist krass. Der kann auf jeden Fall was.
Und mal wieder entkommt Woody ganz knapp den Tod.